Freitag, 8. März 2013, Landstraße vor dem Gerüst, das schon mehrfach Thema von Beschwerden war. Ich stehe hier auf der Leitlinie und gehe entlang des Gerüstes. Wenn ich vom Bahnhof komme, okay, hier ist das Gerüst, ich muss da ausweichen. Es Tastleisten sind noch immer keine, noch immer keine richtigen Tastleisten vorhanden. Ich muss mich da jetzt weiterarbeiten, so, und hier vorsichtig weitergehen. Und jetzt bin ich vom nicht abgesicherten Öffnung vom Stiegenabgang zu der Tiefgarage. Ich dachte, das sei abgesichert, wurde mir erklärt. Und es wird ein Gitter aufgestellt. Heute Freitag, 8. März, gibt es hier kein Gitter. Wenn Sie sich bitte hier umschauen, Sie finden hier kein Gitter. So, und wenn ich mich da jetzt nicht verirrt und nicht hinuntergefallen bin, kann ich hier jetzt weitergehen. Ja? Und jetzt ist wieder ein Fahrrad hier irgendwo im Weg, ja, und wie soll ich mich jetzt hier orientieren? Da kann ich hier herumsuchen, ja, das nächste drum hier, so, wieder ein Fahrrad, und wenn ich jetzt zum Obang in Richtung 10. Bezirk will, ja, wieder ein Fahrrad, ja, und jetzt muss ich schauen, dass ich hier weiterkomme. Heute sitzt kein Bettler hier, vielleicht ist es ihm zu kalt. Ja, jetzt gehe ich da ums Eck, weil ich muss ja wieder mein Geländer finden, beziehungsweise meine Leitlinie finden. Aha. Ja, aber okay, wenn ich jetzt von der unteren Seite komme und da gehe, wo komme ich denn dann da hin? Ja, und was mache ich da jetzt? Ja, und da kann ich da weitergehen? Rechts vorbei? Kann ich da durchgehen? Moment. Also ich kann dann schon jetzt durchgehen anscheinend. Aber da ist... Bitte, was soll das hier? Aha, man kommt da durch. Okay. Also sie haben das geöffnet. Ja, aber, also man könnte auch innen gehen, ja, aber das muss man wissen. Und meiner Ansicht nach ist diese Situation mit dem offenen Abgang äußerst gefährlich, weil wenn man nicht weiß, ob man links oder rechts gehen kann vom Gerüst, und man geht rechts, weil man es von der Baustellensituation von vorher gewohnt ist, ist man wieder im Loch drinnen. Jetzt haben sie es wenigstens aufgemacht, jetzt kann man da durchgehen. Also wenn ich vorher links gegangen wäre, dann... jetzt habe ich nur eine Frage, gibt es einen Abzweiger zum Lift hier hinein? Vorne schon, hier rüber. Und noch ein Stück weiter? Ja. Ja. Dann gibt es eine Querungslinie zum Lift. Ja, die geht zum Lift. Aha. Geht's bis zur Wand, und die Wand führt dann weiter. Und da ist jetzt ein Baugerüst. Aha. Da muss ich dann, wie komme ich jetzt da weiter? Nein, nach links müsstest du gehen, theoretisch. Naja, aber das musst du ja wissen, Herrschaft. Wie willst du das? Naja. Das ist herrlich. Ein bisschen oben da muss auch sein. Ja. Ist auch sehr mein. So. Jetzt hat wieder na gut, jetzt hat er natürlich geleitet. Ja, also ja, ja, ja. Da kommt er sicher dann zum Tableau und dann rechts. Na, wo komme ich da so? Das ist nur so weit hin. Ja, da kommst du wieder zum Tableau. Wo ist dann das anders A geht? Ja. Das anders A geht, das ist schön abgerundet, das ist bekanntig. Das ist das alte Tableau der Wiener Linien. Das ist wunderschön rund und nicht gefährlich. Danke. Ja. Das sind die alten Tableaus, ja? Ja. Ja. Das ist in Ordnung. Ja. Das ist schön. Gut, jetzt, wenn ich vom Lift komme, gehe ich da hinaus, okay.
So, und dann kann ich da weitergehen. Dann komme ich zu meinem Ampelmast, zur Linie O. Und da ist ja auch die Situation, nur zur Erklärung. Der geht hinüber zu der Akustik über die Landstraße. Und dieser Weg geht jetzt weiter hier dieser Mast hier, der wird dann versetzt und kommt auf die linke Seite vom Schutzweg, so wie es richtig sein soll. Ja, ja? Nur die sind alle richtig dann. Das sind jetzt zigzag. Ja, ja. Da ist nämlich die Situation. Aber links hat nämlich auf der Insel, an der Straßenbahn, hat jetzt die Tableau. Ja, das ist richtig da. Und nur jetzt, wenn diese Leitlinie so hier bleibt und du musst dann da queren, wo die ganzen Fußgänger stehen oder die Fußgänger entgegenkommen, ist das ein Horror.